Hallöchen und willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir widmen uns ab heute erstmal wieder hier dem Piratenbereich, in dem ja bisher nur unser wunderschönes Hotel steht, aber sonst ja nichts weiter und das wollen wir mal ändern. Jetzt haben wir da ein bisschen weitergemacht, ein bisschen was hingebaut, das finde ich auch sehr schön. Aber unser eigentlicher Plan war ja Piratenbereich. Den haben wir so völlig außer Acht gelassen. Und dazu möchte ich hier mit dem Weg starten, der rüber zum anderen Parkbereich geht, dass wir hier mal eine Mauer reinkriegen. So, dann gucken wir mal. Was ich ja hier vorhatte, ist da auch noch Wasser, ne? Mehr oder weniger ist bis hierhin Wasser. Ich hatte ja an sich vor, hier einen Wasserfall runterplätschern zu lassen. Kriegen wir das irgendwie hin? Wenn wir das hier noch absenken, kriegen wir das Wasser definitiv ein Stück weiter. So. Und hier kann man ja optischer halber eine kleine Höhle reinmachen. Vielleicht so eine kleine Piratenhöhle. So, müssen wir hier mal ein bisschen noch Platz schaffen. Ein bisschen vielleicht anrauen, dass das nicht ganz so schnieke und gerade hier drin aussieht. Ungefähr. Na, komm schon. Und dann malen wir das Ganze mit Stein an. Auch hier den Boden. Mal hier erstmal den nicht so harten Stein. So. Ein bisschen gemixter ist. Hier können wir dann natürlich ein bisschen Sand hinmachen unten noch. Muss ja nicht ganz so felsig sein. So. Vielleicht ist das hier dann auch ein bisschen grün, wenn da das Wasser runterplätschert. So bemoost. Ne? Kann ja auch sein, dass hier Moos an den Wänden wächst. Man weiß ja nicht, ne? So, und jetzt gibt es so schöne. Hier könnten wir dann. Oh, warte, passt das hier unten durch? Ja, es könnte theoretisch. Ja. Ja, aber ich weiß, wie wir das optisch hinkriegen. Beginnen wir mal hier mit dem Zaun. Gebäude. Dafür würde ich gerne diese. Ja, die Burgwände nehmen. Die hier. Entweder die. Zumindest bis da. Oder diese Piratenmauern hier, das hier. Ich glaube, das wäre die bessere Variante. Jetzt kommt der Zug wieder, der so laut ist. Muss ich nur erstmal finden, ne? Da unten sind sie. Glaube, das würde besser zum Weg passen, zum restlichen Gebäude. Und die Elemente werden ja auch in dem Dorf da verbaut werden. Ich glaube, dann gehen wir mal eher hier mit. So. Ach, hier wollte ich eigentlich einen Durchgang lassen. Warte, da müssen wir mal eben. Habe ich schon direkt verkackt, ne? So machen. Da schon wieder der nächste Zug. Der erste war noch nicht mal weg. Da kommt schon. Ja, da war wieder irgendeine Station kaputt und die hängen sich jetzt wieder alle gegenseitig am Popo. Auch schön. So, die letzte brauchen wir dann, glaube ich, hier nicht mehr. Ich hoffe, der Zug ist nicht zu laut.
Guck mal, das passt doch aber auch hier perfekt, ne? Das habe ich perfekt ausgerichtet an den Weg. Ja, ab hier müssen wir dann gucken. Müssen wir dann eine Kurve machen. Ja, fahr weiter, da ist schon der nächste. So, und jetzt brauchen wir, sind die hier mit bei? Das hier, genau, das habe ich gesucht. Ah, wir müssen es noch ein Stück tiefer ziehen gleich. Und zwar, dass wir hier einen. Wobei das auch interessant aussieht, ne? Ja, wir ziehen es gleich noch ein Stück tiefer. Aber ich wollte, dass hier dann halt so ein Durchgang ist. Wir müssen es definitiv tiefer ziehen, wegen dem auch. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So weit müsste reichen. So ein kleiner Kanalausgang. Dann passt das auch hier unten mit dem Boden, dass es da rein glitscht. Ja. Machen wir so. Ne, dass der Wasserfall, dass sich das natürlich nicht dahinter staut, sondern hier auch abfließen kann. Das war so der Gedanke dahinter. Und dass das aber auch als kleine Zufahrt genutzt wird von den Piraten, um in diese kleine versteckte Höhle unterm Hotel, unter der Stadt zu kommen. Ich glaube, das ist storytechnisch ganz interessant. Brauchen wir hier oben nur irgendwas, um das abzuschließen? Machen wir hier diese Zinnen direkt? Nee, direkt nicht. Das wäre zu niedrig. Da müssen wir mindestens noch ein Stück höher gehen. So, ziehen wir auch einmal bis nach hinten durch. Ja, hier müssen wir halt am Ende gucken. Oder wir setzen hier oben jetzt nicht das drauf, sondern von dem hier. Warte mal, wo waren die denn? Die hatten wir doch auch hier irgendwo. Und ich glaube, die waren ganz unten, ne? Flup, flup, flup. Hier, die habe ich gesucht. Entweder die, wobei mir das zu burgmäßig aussieht. Oder hier das Abgerundete. Oder hier mit diesem Vorsprung. Ich glaube, das finde ich mit am besten. Weil die hier ungerne. Also ungerne wie das. Ne? Wär ich eher nur bei dem. Aber farblich. Natürlich haben wir die Farbe nicht mehr hier gespeichert. Ich setze dich schon mal. Müssen wir uns die hier einmal holen. Danke. Werde ich jetzt ändern. Sehr schön. Auch so als Kontrast, ne? Immer der eine, der versetzt gebaut werden will. So. Ziehen wir einmal durch bis hier. Ja, ich weiß gar nicht, den müssen wir eigentlich schon schräg machen. Da müssen wir dann gleich mal gucken. Ja, wenn man hier langläuft, das sieht doch auch von hier ganz gut aus. Kleine Mauer zur Absicherung. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur auf der anderen Seite eben dasselbe machen. Ich kopiere mir hier mal so ein Stück, was wir dann einfach darüber setzen können. Drehen müssen wir dich. So, wo ist der Durchgang hier?
Machen wir mal eben einmal. Nein! Das, das, das muss wieder weg. Sehr schön. Das und das muss hier drauf. Ach, guck mal. Das hätten wir auch nur das untere löschen können, ne? Ich bin auch wieder schlau. So, nehmen wir uns wieder drei. Zack. Geht dann nämlich jetzt hier ratzi-fatzi. Und da sind wir schon am Gebäude angekommen, ja. Brauchen wir, denke ich mal, hier nicht weitermachen. Dann würde ich sogar hier schon. Nee, den. Oh Gott, den löschen. Okay, der andere bleibt. Den kriege ich nicht gepackt. Den Rest lassen wir so. Okay. Dann hätten wir hier schon mal die Brücke verkleidet. Jetzt können wir uns hier um diese Höhle kümmern. Das machen wir jetzt erstmal fertig. Das ist ein Bauelement. Da hinten die Kurve, wie gesagt, da kümmern wir uns später drum. Ich möchte jetzt erstmal hier diese Höhle ausgestalten. Und zwar gibt es doch ein Lagerfeuer. Es ist die Frage, wo? Reicht es, wenn wir Lagerfeuer eingeben? Ja. Also wir können entweder das hier nehmen. Ein kleines Zelt. Ich glaube, das macht sich schon ganz gut. Aber das ist schon ganz gut. So. Dann hier noch ein paar Vorräte, die sie hier gelagert haben. Eine Schatzkiste. Fässer. Kleineres Fass. Kann hier auch draufstehen. Oh, explodierendes Fass. Nee, das wollen wir nicht. Hier die Schatztruhe. Na, die war, glaube ich, so teuer. Nee, die war so teuer. Genau, wenn man die in eine Warteschlange stellt, hat man direkt 100% Warteschlangen-Gedöns. Also direkt 100%, die Leute lieben es. Haben wir noch Fracht? Könnte auch noch hier hinten irgendwie hin. Müssen wir hier an Oberfläche ausrichten, ausmachen. Da sieht doch gut aus. So, jetzt brauchen wir noch einen Piraten. Warte mal, wir können ja mal filtern. Nach lalalalala, Abenteuer, Ghostbus. Wo ist denn das? Welches ist denn das? Hauptspiel ist es ja nicht. Zukunft, Knight Rider, Grusel, Abenteuer, Studio, Vintage. Nein. Szenerien, Piraten. Sehr gut, das haben wir doch gesucht. Ich suche einen Piraten, der hier Wache schiebt. Ich glaube zwar, die Kiste ist zu klein, aber nee, die wird passen, ne? Sitzt auch noch gar nicht richtig drauf. Das ist ja auch wieder ein Traum von Perspektive. Aber das würde gehen. Du kannst da sitzen. Finde ich gut. Ist noch ein Kumpel? Ne, mit Fernrohr ist irgendwie Quatsch hier. Aber du siehst genauso aus wie der Dude, ne? Einen Schießenden brauchen wir hier auch nicht. Da haben wir einen, der ist untätig. Das ist doch noch ganz praktisch. Kannst da mal hin am Lagerfeuer sitzen. Das sieht doch gut aus. Und das Boot. Genau, das habe ich gesucht.
Nachdem ihr hier Lip angekommen seid. Bist du ordentlich? Nee, du musst noch ein bisschen tiefer ins Wasser. Damit das optisch gut aussieht. So. Und jetzt würde ich. Machen wir. Nee, hier einen kleinen Stegchen. Ist Quatsch, ne? Aber was hier hin kann, ist irgendwie einen Holzpfosten. Aber hier einen Stein, einen Holzpfosten rammen ist natürlich auch Quatsch. Oh, das Schiff, passt das da überhaupt durch? Würde das Sinn ergeben? Die müssten den Kopf einziehen, ne? Aber ganz haarscharf. Mal Kopf einziehen, durchtreiben lassen. Und dann gib ihm. Und hier können wir jetzt noch den Wasserfall hinmachen, der hier irgendwie aus dem Fels kommt. Terrain bitte. Drücken. Hier müssen wir hier eine kleine Loch machen in die Felsen. So. Das verkleiden wir gleich noch mit Stein. Keine Bange, keine Bange. Ja, müssen wir den Filter wieder rausnehmen. Laubwald nicht, Alpin auch nicht. Tropenfelsen wären jetzt ganz praktisch. Oh Gott, warte, ich glaube, wir brauchen die andere Kamera. So. So. Eieieiei. Ah, ich glaube, so rum ist besser. Ist ja nur hier im Prinzip das Gebäude da verkleidet werden, dass man nicht denkt, es kommt aus dem Gebäude raus. Oh. Ja, sind aber auch hier wieder Winkel und Ecken, die es nicht komplizierter machen könnten. Machen wir mal so. Dann kommt da noch irgendwas Vernünftiges vor. Zum Beispiel. Sehr schön. Du vielleicht noch mal hier unten. Als Schlitz, durch den das dann da rausplätschert. Also einen kleinen Felsen. Ist gar nicht so einfach, dass das irgendwie schön aussieht. Oh ja, hier den nochmal. Aber weiter rein. So. Plätschert das gar nicht so weit, wie ich mir das vorgestellt habe, aber das passt schon. Jetzt würde ich da noch ein bisschen Grünzeug drum machen. Jetzt müssen wir wieder ein Oberflächenausrichten anmachen. Oder doch nicht dich, sondern eher sowas hier. Auch hier so ein bisschen grünen. Spielt redig. So. So. Gut aus. Weiß nicht, ob das so realistisch ist, aber irgendwie muss man hier die Übergänge ja so ein bisschen kaschieren. Würde ich dich vielleicht noch mal nehmen, hier so anderes Zeug halt.
So da. Na, oder auch nicht da. So vielleicht. Direkt in den Schlitz rein. Viel mehr würde ich da jetzt aber auch, glaube ich, nicht machen. Sonst wird es zu viel. Machen wir noch Wasser. Spezialeffekte. Wasser. Großer Wasserfall, Mittelteil, riesig. Wasserfallspritzer. Linienförmig. Ich glaube, der einzige Wasserfall, den wir wirklich haben, ist das hier. Warte, dann Oberfläche ausrichten, müssen wir wieder ausmachen. Warte mal. So. Das reicht dann auch schon, ne? Nein! Ah, was habe ich getan? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Sah so gut aus. So. Jetzt habe ich es platziert. Und unten müssen wir jetzt noch die Spritzer machen. Regen, Regenwolke, Wasserspritzer groß. Das zu hoch. Oh, das ist viel zu hoch, ne? Ups! Das Wasser befindet sich ja hier. Dann brauchen wir vielleicht doch noch. Hilfe. Ein Wasserelement. Welches gab es da noch? Das Mittelteil, ne? Upsi dupsi. X und hoch. Ich sehe nichts. Da ist es. Hallo. Aber das sprudelt halt schon so. Endgültig, das ist das Problem. Bringen wir dich nochmal? Da bist du, ja. Vielleicht brauchen wir da doch ein anderes. Wasserfallspritzer riesig. Das sind nur oben die Spritzer. Jetzt das mal hin. Ich glaube, der geht bis zum Boden. Da müssen wir den anderen nur mal eben suchen und wegmachen. Du musst weg. Ja, kommt zumindest bis unten an. Irgendwie. Nicht ganz so hübsch, ne? Riecht denn da falsch? Egal, wir lassen das jetzt so. Hier unten das im Wasser. Da ist es. Hallo? Hallo? Dich anklicken, Dankeschön. Mal noch ein bisschen verschieben. Dass es mehr hier so vorne sprudelt und spritzt.
Ja, irgendwie so. So, warte mal, wieder die Kamera. So, dann geht man hier so den Weg entlang. Upsi. Nein, 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 nein. So, ja, wir gehen jetzt so. So. Lalalala, dann hast du hier so den Wasser. Mach doch ja die Kamera. Hast du hier so den Wasserfall und denkst, ja, ach, ist ja hübsch. Gehst hier weiter. Lalalala, und dann kannst du hier so. Oder flackert ja was. Ach, da sitzen zwei Kollegen mit ihrem Bötchen. Ah, diese Kamera. Dann gehst du hier weiter und denkst dir so, ah, Piraten. Das ist doch hübsch. Kann man so machen. Finde ich gut. Haben wir da so einen kleinen Eyecatcher gebaut. Sehr schön. Könnt ihr hier noch so Scherz auf so ein Schild machen? Bitte nicht füttern oder so. Ja, aber dann würde ich das dabei belassen. Dann gucken wir in der nächsten Folge, wie wir hier dran anknüpfen, wie wir hier runterkommen. Hier die Mauer wollte ich ja noch weiterziehen wegen der Eisenbahn. Hier brauchen wir noch eine Attraktion und Piratendorf und hier oben Dorf und oh ja, das wird noch sehr umfangreich. Aber da haben wir jetzt schon was Schönes geschafft, was wir so lassen können. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!